hallo. Ich plane gerade meinen nächsten Sommerurlaub. Ich bin froh, dass ich nicht mehr so große Flugangst habe. Wisst ihr, wohin ich diesmal fliegen werde? Oh, ihr habt es schon gesehen, oder? Ich fliege nach Tallinn. Das ist die Hauptstadt von Estland. Habt ihr gewusst, dass die Erfinder von Skype aus Estland kommen? Estland hat 1,3 Millionen Einwohner. Und warum sprechen wir jetzt eigentlich über Estland? Weil es um das Partizip 1 geht. Was hat das Partizip 1 jetzt mit Estland zu tun? Gar nichts. Beginnen wir einfach mit unserer heutigen Lektion. Es gibt das Partizip 1 und das Partizip 2. Bleiben wir beim Partizip 1. Wofür brauchen wir das Partizip 1? Wenn zwei Handlungen gleichzeitig stattfinden. Das E-Mail schreibend denke ich an meinen Freund. Schreibend ist das Partizip 1. Während ich das E-Mail schreibe, denke ich an meinen Freund. Also im selben Moment und zur gleichen Zeit. In Deutschland sagt man übrigens die E-Mail. In Österreich das E-Mail. Noch ein Beispiel. Die Rechnung bezahlend erkundigte ich mich nach dem Weg. Bezahlend ist das Partizip 1. Also während ich die Rechnung bezahlte, erkundigte ich mich nach dem Weg. Übrigens, was heißt auf Estnisch zahlen bitte? So wix max da. Tja, das ist jetzt wahrscheinlich nur für Wiener lustig. Aber eigentlich beginnt man ja mit Ja, das heißt auf Estnisch Jach. Nein heißt Ei. Entschuldigung heißt Vabandust. Prost heißt Tervisex. Und Partizip 1 heißt, keine Ahnung. Aber egal. Manchmal brauchen wir das Partizip 1 auch für ein attributives Adjektiv. Was ist das? In einer auf dem Tisch stehenden Vase befinden sich Blumen. Das bedeutet, dass auf einem Tisch eine Vase steht. In dieser Vase befinden sich Blumen. Ein im Park weinendes Kind läuft zu seiner Mutter. Das bedeutet, dass sich im Park ein Kind befindet, das weint und zu seiner Mutter läuft. Prinzipiell ist es ganz einfach. Wir hängen an das Verb einfach nur ein D und schon haben wir das Partizip 1. Weinen, weinend. Lachen, lachend. Spielen, spielend. Singen, singend. Tanzen, tanzend. Wenn das Partizip 1 in Verbindung mit einem Hauptwort steht, dann müssen wir es leider auch noch den vier Fällen anpassen. Aber seid froh, dass ihr nicht Estnisch lernt, denn da gibt es 14 Fälle. Also freut euch einfach, dass ihr Deutsch lernen dürft. Der lachende Mann. Der lachende Mann geht über die Straße. Nominativ. Ich esse den Apfel des lachenden Mannes. Genitiv. Ich bringe dem lachenden Mann ein Glas Wasser. Dativ. Ich warte auf den lachenden Mann. Akkusativ. Die singende Frau. Die singende Frau geht über die Straße. Nominativ. Ich esse den Apfel der singenden Frau. Genitiv. Ich bringe der singenden Frau ein Glas Wasser. Dativ. Ich warte auf die singende Frau. Akkusativ. Das weinende Kind. Das weinende Kind geht über die Straße. Nominativ. Ich esse den Apfel
des weinenden Kindes. Genitiv. Ich bringe dem weinenden Kind ein Glas Wasser. Dativ. Ich warte auf das weinende Kind. Akkusativ. Ganz schön schwierig, oder? Aber Estnisch ist noch viel, viel schwieriger. Und nicht nur deshalb, weil es 14 Fälle gibt. Ah, übrigens, ich habe für mein musikalisches Friedensprojekt Sunny World Songs auch ein estnisches Lied gesungen, das ihr euch gerne auf YouTube ansehen könnt. Noch eine ganz kurze Information zum Partizip 1. Unverändert bleibt es, wenn es in Verbindung mit einem Verb steht, also in diesen Fällen. Der Roman ist spannend. Die Geschichte ist faszinierend. Das Buch ist fesselnd. Aber zur Wiederholung, in Verbindung mit einem Substantiv sieht es so aus. Der spannende Roman liegt auf dem Tisch. Die faszinierende Geschichte ist leider schon zu Ende. Das fesselnde Buch werde ich noch einmal lesen. Stimmt, dieses fesselnde Buch über Estland werde ich bestimmt noch einmal lesen, damit ich gut informiert bin, wenn ich nach Tallinn komme. Wann bin ich dort? Vom 21. Juni bis 5. Juli 2017. Tja, nur für den Fall, dass mich vielleicht jemand von euch dort besuchen möchte. Ich werde übrigens, so wie auch bei meiner Reise nach Moskau, eine kleine Videoreportage machen. Auf Wiedersehen, tschüss, neigemist, Herr Euger!